Und da sind wir auch schon wieder. Weiter geht mit dem Alp-Nashorn. Das hört sich nach einem Level mit, wie heißt der, Horny oder so? Dieses Nashorn. Ich glaube Horny heißt er. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so wird es schon sein. Solange, sobald er hier mal fertig geladen hat. Und da sind wir auch schon. Kürbisse. Ich sehe Kürbisse. Und wo Kürbisse sind, sind auch Nashörner. Das ist ja wohl allgemein bekannt. So. Und Dixie. Und hier unten, da brauche ich doch schon. Horny, aber er ist noch nicht da. Ich hoffe, da ist auch so. Sonst mache ich jetzt nichts. Ach, wenn ich schon nicht Horny sage. Ich werde das recherchieren. Oh, da ist er schon in seiner Kiste. Da wartet er doch schon. Zack, und ich will nochmal zurück. Hui! Damit lassen sich Gegner sehr schön aufschließen. Hui, das erste Puzzleteil und eine Menge Bananen. Und auch mit Horny kann Dixie ihre Haare einsetzen. Auch wenn das natürlich nicht so einen großen Effekt hat, als wenn wir nur zu zweit unterwegs sind. Ist wohl dem Gewicht geschuldet. Denn ganz so leicht wird unser Kollege hier nicht sein. Aber. Ah, fuck, fuck! Komm ich denn jetzt? Ja, komm, ich will dich benutzen. Scheiße, er kriegt gar nicht so weit. Hm, schaffe ich es irgendwie da so hoch? Ne, scheiße. Vielleicht sind die Steine gleich wieder da, wenn wir dieses Bonus-Level geschafft haben. Das wäre natürlich super schön. Hallo. Ah, verdammt. Bananen. Oh Gott, ich will hier rauf. Komm ich nicht rauf von da? Scheiße. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Sekunden. Ja, das sollte doch zu schaffen sein. Und auch hier ist eine Bündel. Dann hier oben rauf. Und meins. Geht doch. Aber die Steine sind natürlich nicht wieder da. Verdammt. Ah, warte mal, man kann abspringen. Vielleicht klappt das so. Nee, das klappt überhaupt nicht. Verdammt. Ja, müssen wir das Level nochmal machen. Aber ich glaube, hier gibt es eh einen Secret Exit, von daher muss das Level jetzt nochmal gemacht werden. So, ist hier unten irgendwas? Nö. So, mit Horny ab ins Fass. War das richtig? Ja, ich glaube schon. Hier, wenn wir ein neues Nashorn kriegen, werden wir dann sterben. Die Glocke haben wir gleich mal weggenatzt. Hier geht's nicht durch. Aber Versuch ist es wert. Zack. Oh, eine Mütze haben die. Wollen wir noch mitnehmen? Unsere 179. Gut, dass die Buchstaben bringen uns jetzt da nichts. Wir müssen die ja alle sammeln. Vielleicht kann man da durch? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Zack. In den Popo gepiekst. So, Meister, den nehme ich auch mit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwo runterspringen muss oder so für den Geheimausgang, aber ganz sicher bin ich mir da nur auch nicht. Oh, ein Puzzleteil. Nummer 3. Was haben wir hier drin? Ach, ein kleines Bananenbündel. Hier machen wir ein bisschen Lärm. Machen wir da hinten den Berg kaputt und ja. Okay, okay. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen Gas geben. Beeil dich! Ja, also man kann auch nicht durchgehend sprinten mit ihm, sondern beim Knopfdruck, dann sprintet er kurz. Oh Gott, oh fuck. Jetzt aber schnell hier. Nur aber mal schnell hier. Nein! Boah. Schnell hier rauf. Oh Gott. Oh Gott. Alter Verwalter. Das war nicht einfach. Da darf man gar nicht lange rumstehen, ansonsten war es das für einen. Mal schauen, ob ich das jetzt. Ah, nicht runterfallen. Wieso muss ich denn diesen Berg da kaputt machen oder diesen Vulkan zum Ausbruch bringen, damit ich hier rüberkomme? Das ist doch voll scheiße. Gut, springen sollte man nicht vergessen. Ansonsten ist man jetzt nicht tot.
Also, neuer Versuch. Und ab dafür. Gib Gummi. Zack, sprinten. So, schnell hier rüber. Buchstaben lasse ich jetzt aber mal aus. Muss das Level eh nochmal machen. Und das Leben, das nehmen wir mal mit. Oh Gott. Ich hätte schon gerne den Geheimgang gefunden. Wenn es die Tür eingeht, aber ich glaube, es sah auf der Karte so aus. Es wäre noch eine Alternativroute. Shit! Aber hatte ich einen Zwischenpunkt? Ja, sieht gut aus, aber ohne. Aber nein, da ist doch schon mal irgendwas. Aber nur Bananenmünzen und ein Herz. Gut, Money haben wir auch wieder. Da oben kann man irgendwie auch lang. Kann man nicht, sondern muss man sogar. Dann tue ich das auch mal. Aha. Ach, scheiße. Oh nein. Alter. Hey, du, das ist aber auch. Das ist aber auch nicht so einfach. Das muss man echt zack sein. Oh Gott, falle ich fast schon wieder runter. Oh, schon wieder. Aber Bananenmützen kriegt man hier ohne Ende. Hallo, auch da. So. Nein, 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 nein. Oh, das war eng. Da knallt direkt das ganze Ding runter und ich muss ihn wieder. Das ist unfassbar. Ja, wahrscheinlich muss man irgendwo warten für Secret Exit, ich weiß es da auch nicht. Oh nein, oh nein. Ja, hier freut wieder unseren Kollegen, unser Nashorn. Hier haben wir schon das Ende, ja. Wo ist das Secret Exit? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber das soll uns dann auch erstmal egal sein. Das werde ich dann wieder alleine suchen. Das ist ja wird nicht so spannend, wenn ich durchs Level irre. Und deswegen machen wir jetzt erstmal das nächste Level. Auf dieser Insel. Ja, auch das auf jeden Fall. Secret Exit. Da oben über uns sehen wir das Level, das wir jetzt noch nicht erreichen können. Geht erstmal jetzt in Laubeshymnen, das dritte Level. In dieser zweiten Welt, zweite Insel. Und ja, mal schauen, was uns dort erwartet. So, hier haben wir erstmal nichts, da können wir nicht zurück. Ein paar Baumstämme, die wir wegschlagen können. Und da oben haben wir doch schon wieder so ein komisches. So einen hängenden Sack. Da ein Puzzleteil drin. Sehr schön. Ja, die Verstecke der Puzzleteile, die wiederholen sich hier natürlich. Das kennt man da natürlich irgendwann schon alles. Aber. Oh, da ist auch noch was. Fass. Scheiße. Achso, das hätte ich natürlich jetzt. Diesen hängenden Sack kaputt machen können, aber da habe ich den Gegner benutzt. So, Dixie möchte ich wieder haben. Zack. Und. Okay. Da muss man das auch wieder timen hier. Ja, sehr gut. Okay. Wir müssen jetzt diesen Luftstrom nutzen. Hier haben wir einen komischen Krieger. Bananen ignoriere ich jetzt da einfach mal. Mal gucken, was kann ich mit dir machen? Mit der Schwein. Töten! Hier drin eine Bananenmünze. Yay. Aber hier oben ein Puzzleteil. Das nehmen wir doch mal glatt mit. Ansonsten gibt es ja nichts zu holen. Komm. Mit Bananen mit und haben wir einen Zwischen-Safe Point erreicht. Hier unter den Baumstämmen stecken sich ein paar Bananen. Und weiter geht die Fahrt.
Ah. Wieso spuckt eigentlich das Schwein Feuer? Haben wir hier noch irgendwas? Können wir das irgendwie... Ah, toll. So, ich würde gerne Dixie behalten. Aber zumindest die Herzen... Oh nein, das war das ja nicht schlau, oder? Na gut, an das O kommen wir auch so. Da oben ist auch was. Jawohl. Oh, ein reiner Bananensegen. Hier ist Laub, machen wir mal weg. Aber auch hier nur eine Münze. Oh Gott. Hilfe, da kommt keine Luft raus. Doch jetzt. Auch nur ein bisschen. Hier haben wir gleich wieder so ein Dreiervieh. Und hier kommen jetzt. Warte mal, ist da unter was? Sieht so aus, oder? Jo, ein Geheimgang. Ach, wir müssen Bananen sammeln. Das ist ja mal was ganz was anderes. Aber das ist einer der einfacheren, würde ich jetzt auch mal so sagen. Da haben wir doch noch massig Zeit über und haben schon das Puzzleteil ergattert. So, jetzt müssen wir auch wieder raus. Schon, danke. Wieso macht er das? Hört er mit der Rolle auf? Das ist halt so schön. Bananen hier auch mal mit. Und hau ihn nach um. Der lässt sich nicht wirklich umbringen, ne? Was haben wir hier? Hä? Was war irgendwas? Achso, da haben wir so eine Wasserquelle aufgemacht. Okay. Müssen aufpassen. Da kommt noch eine Münze raus. Münze wollen wir doch mitnehmen. So, hier müssen wir jetzt gucken, dass wir nicht runterfallen, denn die Blätter sind natürlich im Sinkflug. Oh, wieder so ein Fischstab-Dingsbums-Krieger. Wir haben auch schon den dritten Buchstaben. Den nehmen wir doch mit. Und klettern dann mal hier weiter. Ach komm, lassen wir die einfach mal liegen da. Füllen das Herz von Dixie wieder auf und dann können wir hier hoch. Schon wieder das feuerspuckende Schwein. Er kennt es nicht. Oh, so viele Bananen. Sind so ein Gesamtcounter. Oh, da haben wir noch was. Noch eine Staude. Das wäre mal wirklich so interessant. So ein Gesamtcounter, dass man am Ende sieht: hier, du hast 2,8 Millionen Bananen gesammelt. Scheiße. Da oben sind nämlich überall Gegner. Ach, fliegende Bananen. Ach, Scheiß auf die Bananen. Ja, wieso? Aber da kommt er nicht rauf. Doch, wie kann man schreiben? Okay. Ja, die Buchstaben war auch. Das heißt, jetzt können wir uns richtig. Nein! Richtung Ziel bewegen. Und das ist auch schon. Okay, erstmal noch ein Geheimgang-Level. Nein! Was? Oh, dumm. Das war dumm und unnötig. Toll. Na gut. Wir sind ja nicht so wirklich weit zurückgefallen. Wir haben schon wieder ein Herz verloren, unnötigerweise. Wieso kann ich da nicht direkt ins Ziel? Warum muss ich hier diesen Quatsch hier noch machen? Aber da links war ja ein Herz, ne? Da gehen wir doch gleich mal mit, damit wir nicht gleich wieder sterben, wenn uns irgendwas berührt. So, wo hier? Verdammt. Oh, interessant, man sieht das Ziel schon. Ne, da ist noch nicht hin. Erstmal hier nochmal dieses komische Level machen. Wo wir jetzt die Luftstoß nutzen müssen. Okay. So, kommen wir wieder runter, Ziel. Zack, ein Leben. Ja. Gut. Nehmen wir doch gerne mit. Aua. Ah. Drei Puzzleteile. Naja. So, ein Level schaffen wir noch. Wenn unser Kollege Affe da mal etwas schneller laufen würde. Lauf, DK, lauf.
So eine Schreinerei. Ist das vierte Level in der zweiten Welt, welches wir jetzt auch noch meistern möchten. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Jo, es regnet. Regen ist jetzt nicht so meins, aber... So, was haben wir hier? Ein Puzzleteil. Direkt am Start. So soll es sein. Ein Lorenlevel, geil. Wie gesagt, Lorenlevel schon immer bei den Donkey Kong Country Spielen mit meinen Lieblingslevel. Auch wenn sie natürlich mal etwas frustig sein können, machen sie mir immer eine Menge Spaß. Was soll das? Wieso? Bin ich da zu früh mit dem Kopf hochgegangen? Wahrscheinlich. Immer den Weg oben lang. Das war die richtige Entscheidung, denn nur so komme ich an das O. Oh Gott. So, Mittelpunkt erreicht. Oh. Ah. Was ist denn nur los? Oh Gott. Jetzt bin ich auf so einem komischen Boot. Geil. Zack, da tauchen wir ein Stückchen unter. Damit wir auch... was? Nein. So, da habe ich mich jetzt mal getötet. Weil ich ja die Buchstaben will. Wir müssen natürlich wieder ein Stückchen wieder neu spielen, aber das muss sein. Geht nicht anders. Ab in diesem kleinen Boot. Leben haben wir ja auch gleich wieder. Ja, ein Leben sollte es hier dann doch nicht scheitern. Zack, wir müssen springen und dann direkt schön runterdrücken. Dann schwimmt er aus. Nein, ich bin nicht richtig hochgesprungen. Mann, da muss ich nochmal machen. Nützt nichts. Nützt nichts, meine Freunde. Nützt nichts. So. Und ab dafür. Zack. Autsch. So. Und da hier. So, er fliegt richtig schön tief und muss nur hoch. Oh Gott. Hoch genug springen dann. Nein. Komm, ich muss mich das... Sorry, Leute. Vielleicht schneide ich das auch raus, aber... ich will die Buchstaben haben. So, meine... So. Springen. Aus der Lore hüpfen oder fliegen, wie auch immer ich es nennen möchte. So, ist eigentlich gar nichts. Muss ich eigentlich runterdrücken? Das will ich jetzt mal ausprobieren, wenn ich nur springe. Nee, muss ich gar nicht. Okay, ich muss nur hoch genug springen. So, geht doch. Springen! Das ist gar nicht so leicht, weil man, wobei ich vielleicht den Sprung davor darf ich vielleicht gar nicht so hoch machen. Weil dann komme ich, kann ich früher wieder hochspringen. Dann habe ich nicht so diesen. Dann ist es nicht so knapp. Das werde ich mal ausprobieren. So, das werde ich jetzt hier auch machen. Ja, okay. Springen, danke. Jetzt haben wir auch wieder, da ist ein Puzzleteil. Interessiert mich jetzt erstmal nicht. Tue ich mich mal lieber. Okay, hier muss ich mich auch wieder ducken. Nein, was mache ich? Ah, Geheimgang, natürlich, das war ein Geheimgang. Das war genau so geplant. Okay, hier haben wir jetzt keine Sprungbretter, nur ganz unten. Ja, irgendwie. Hier ist auch kein Sprungbrett. Dann holen wir uns nochmal die Banane her, die ist liegen geblieben. Jetzt noch hier diese drei. Sehr schön, aber Puzzleteil habe ich eh schon, glaube ich, bisher alle ausgelassen, oder? Das erste, das zweite. Das dritte sogar schon, na gut. So, wo ist der letzte Buchstabe? Das würde mich jetzt einmal schon interessieren. Oha, das Boot wurde in eine Lore umgebaut. Damit sind wir jetzt wieder auf den Gleisen. Ja, sicher. Jawoll. Brauchen wir nochmal ein paar hin. Was, darf ich nicht rauf, oder was? Also, lächerlich, meine Freunde. Da habe ich jetzt ein wenig Verständnis für.
Aber gut, neuer Versuch. Nächstes Mal bei unten bleiben. Dann passiert auch nichts. Oh Gott. Hüpf, hüpf und hüpf. Scheiß auf das Puzzleteil. Oh Mann, das ist echt, ich weiß mal nicht, oben und... Scheiße. Oh Gott, Hilfe. Ah! Also, wenn... Den will ich aber sehen, der das beim allerersten Versuch schafft, weil ich meine, man weiß dann noch überhaupt nicht, was einen erwartet. Und da die Hindernisse sich erst hinter einem quasi aufbauen, also vor einem natürlich aufbauen, aber von hinten kommen. Also man hat ja vielleicht eine halbe Sekunde Zeit zu reagieren oder eine Sekunde oder so. Das ist nicht schon schön, aber das macht dieses Level ja auch aus. Das macht mir ja auch Spaß. So, hüpf. Was zur Hölle? Warum? Da muss man natürlich noch im richtigen Moment springen, ansonsten. Ja. So viel dazu. Zu dem richtigen Moment springen. Ja, Donkey Kong ist einfach, der ist einfach lahm und besonders weit springen kann er nicht. Ist halt kein Mario. Mario wird solche Sprünge natürlich mit geschlossenen Augen machen und mit. Ja, aber ja, stehen bleiben. Läuft. Direkt am Anfang mein Herz verspielt. Aber gut, was soll's. So, jetzt aber. Zack. Zack. Und das G haben wir auch. Jetzt noch das Ziel erreichen. Oh Gott. Alter Schwede, ich hab unten... Ich weiß noch nicht, wenn es den Secret Exit gab, könnte das da unten der Weg gewesen sein. Das werde ich gleich mal allein ausprobieren. Aber an dieser Stelle soll es das wieder gewesen sein. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video mit den nächsten Leveln. Bis dann, sage ich. Ciao, ciao.